Warum mal ich überhaupt? Das werde ich immer wieder und immer vom Neuen gefragt. Meine Antwort dazu ist immer, dass ich einfach nicht anders kann und irgendwie muss es raus. Sonst werde ich wahrscheinlich nicht ganz gesund. Es ist meine gesunde Droge, wie ich das immer sage. Ohne meine Pinsel würde ich womöglich am Rad drehen. Das ist genau das Gleiche wie für die Schauspieler oder für die Musiker oder für die Schriftsteller. Die müssen auch das irgendwie rauskriegen, schreien, spielen, musizieren. Mein Hauptthema ist und bleibt eigentlich der Mensch. Egal, wo ich hingucke, ich sehe ihn überall. Und das war schon so, als ich Kind war. Ich hatte nie Langeweile. Ich habe immer die Wolken geguckt, die Bäume und ich habe immer irgendwas da drin entdeckt und meistens eben diese Menschen. Das ist auch so geblieben. Ich male am liebsten eigentlich sehr große Formate. Also bis jetzt die größten sind 2 mal 3 Meter, aber ich würde mir sogar wünschen, noch größere zu malen. Und das war konkret nicht mehr möglich. Und dann hatte ich mir gedacht, dass ich eben ein Atelier für mich suche. Und das habe ich Gott sei Dank in Krefeld-Hüls gefunden vor 2 Jahren. Und da habe ich jetzt 400 Quadratmeter, dazu 2 schöne Ausstellungsräume, auch mit einer Bühne, wo ich regelmäßig jetzt Jazzkonzert unter anderem anbiete und Gruppenausstellungen und Malkurse. Genauso wie ich gerne male, habe ich schon immer gerne geschrieben. Also im Deutschen habe ich eben wenig verfasst, aber am liebsten habe ich immer Poesie. Le sens du sens. Je sens que c'est sans sens. Chercher un sens au sens. Sens inverse, sens unique. Je sens, tu sens, ça pique. Ça fait pas de mal, on le sent. Le sens, on fait bien sans.